Düsseldorf in Rot von links nach rechts mit dem Anstoß und dem ersten Torschuss. Das geht ja gut los, kein Problem, aber für Franz Hanschmann im Tor der Leipziger. Keine große Turnierhistorie bei beiden Mannschaften. Tor ist jetzt leer und das frühe 1:0 durch Felix Knorn, der hier Hanschmann unter Druck setzt. Und damit nach nicht mal 30 Sekunden die Führung für Fortuna. So, nächste große Möglichkeit für Sinan Meric. Das geht gut los hier. So, Ball war nicht aus dem 16er raus, deswegen Wiederholung. Und der Aufbau der Leipziger. Franschmann hier mit dem tiefen Ball. Ball geblockt. Nächster Versuch. Erste Mal in Ruhe Till von Gehlen am Ball mit dem tiefen Ball, das lange Bein von Felix Knorn, dem Torschützen eben zum 1:0, der das schon wieder in Erscheinung treten wollte. Ja, Düsseldorfer attackieren den Torwart. Führte eben zum 1:0, hat natürlich den Nachteil, wenn dann Hanschmann den Ball rüber bekommt. Spielen die Leipziger eine Überzahlsituation. Durchaus Risiko drin bisher, aber wird die Aggressivität, wird die Intensität der Düsseldorfer belohnt in diesen ersten 3 Minuten der Partie. Keine riesige Turnierhistorie hier von beiden Vereinen. Düsseldorfer zum zweiten Mal erst dabei. Die Leipziger zum 6. Mal konnten das Turnier im Jahr 2016 gewinnen, war gleichzeitig die erste und einzige Finalteilnahme für die Sachsen. So, Angriffsversuch durch Leipzig. Abschluss durch Armer Julia Basac. Und der Ausgleich. Schön gespielt, schön reinbewegt da für diese Standardsituation. Torschütze Lennart Grammelsberger. Kurze Lauffinte in den Ball bewegt und dann den Fuß hingehalten. Schönes lange Eck vollendet. Sauber ausgeführte Standard. So. Konterversuch jetzt wieder. Kriegt er den Ball rüber? Oh, den muss er rüberspielen. Den muss er rüberspielen. Da war der Weg ganz frei. Anas Slimani verpasst auf Leon Valef runter rüber zu spielen. Der wäre völlig frei vor Hanschmann aufgetaucht. Große Chance vertan. Abschlussversuch hier stark durch Hugo Kaps. Den Blondschopf Kaps kommt hier nicht zum Abschluss. Oh, was hat er jetzt entschieden, Gerling? Ich habe das als Grätsche interpretiert, deswegen gibt es mindestens Diskussionsbedarf. Hab da ehrlicherweise nichts erkannt, er gibt tatsächlich 9 Meter. Ich glaube, er hat die Aktion
als Foulspiel ausgelegt. Nichtsdestotrotz. Wir schauen, was macht Lennox Eilke vom Punkt. Der Kapitän. Lennox Eilke. Schießt rüber. Schießt deutlich rüber. Bleibt beim 1-1. Düsseldorfer wieder am Ball. Also, keine große Diskussion mehr um diesen 9 Meter. Wir spielen weiter. Abschlussversuch vom Tor. Till von Gehlen. So, jetzt im Tor. Ein Torwartwechsel bei den Leipzigern. Trikotnummer steht bei uns allerdings gerade nicht auf der Liste. Starke Drehung, wunderbare Aktion. Kriegt er den Abschluss? Kriegt er den Abschluss? Wunderbares Tor. Anas Slimani mit einer wunderbaren Einzelaktion. Tempo aufgenommen, nicht zu stoppen gewesen. Hier sehen wir es nochmal. Die Finte bleibt im Tempo, schließt sofort ab ins lange Eck. Wunderbarer Treffer. Von der Entstehung bis zur Vollendung. 2-1 Düsseldorf. Das sind diese wunderbaren Hallenfußballmomente, die doch Spaß machen, die begeistern. Oh, setzt sich stark durch, setzt sich stark durch. Ball geht rüber. Abubakar El-Shah. 3 Saisontore in der Niederrhein-Liga, wo die Düsseldorfer auf Platz 4 mit 16 Punkten aus 9 Spielen stehen. 4 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Oberhausen. Allerdings Oberhausen auch mit der U17 aktiv in der Niederrhein-Liga. Die Düsseldorfer ja hier als U16. Ziemlich jeder Profiverein hat eben eine U17 und eine U16. Foulspiel hier an der Bande. Christoph Gerling. Richtig entschieden. Gerade wichtig auch diese Bandenduelle frühzeitig dann immer wieder auch zu unterbinden. Abschluss. Langer Ball, verlängert Ballbesitz, Düsseldorf, genau. Christoph Gerling bittet doch mal zum Gespräch. Anas Slimani, der Torschütze eben zum 2-1 für Fortuna. Verschenkte Chance. Ballbesitz Leipzig.
Starker Ballgewinn und belohnt sich mit dem Treffer. Felix Aweiler. Sehr aufmerksam. Ball ins Zentrum, immer gefährlich. Die Falle schnappt zu. Und sofort der Umschaltmoment, sofort der Abschluss. Lübecker Publikum nimmt es ostwestfälisch zur Kenntnis. Also 3-1 Düsseldorf. Spielen gut. Aggressiv gegen den Ball und sehr zielstrebig Richtung Tor, sehr konkret Richtung Tor. Immer wieder schöne Umschaltmomente. Und auch über die Kleinbildschirme wird alles hier eingefangen. Schönes Bild. Immer wieder Versuch der tiefen, hohen Anspiele über Leipzigs Torhüter, um so schnell in den Gefahrenbereich zu kommen. Ein Stück weit auch Wahrscheinlichkeitsrechnung der Leipziger. Je öfter der Ball einfach in der Gefahrenzone des Gegners ist, desto häufiger kommt man zu Abschlüssen. Das war ein Foulspiel. Und das gibt Freistoß für Fortuna. Stark gespielt, wieder nächste große Möglichkeit. Also Düsseldorf zielstrebiger, Düsseldorf ja konkreter vor dem Tor. So, jetzt aber die Kontermöglichkeit. 2 gegen 1 Überzahl, kriegt er gut rüber gespielt. Und dann schließt er nicht überlegt genug ab. Hugo Kaps. Parade hier von Till von Gehlen. So, Eckball. Der Versuch von Nick Gennerich geht weit daneben. 1,5 Minuten noch zu gehen. 2 Tore Führung für Fortuna. So, weiter Ball nochmal. Ah, kriegt er nicht ganz mitgenommen. Noah Sevimes. Wäre ein traumhafter Treffer gewesen, wenn er den so rumbekommen hätte. So, letzte Minute. So, nochmal eine Überzahlsituation für die Leipziger. Auch das wieder nicht überlegt genug gespielt. Schussversuch. So, gute Kontermöglichkeit. Oh, dann fliegt er am Ball vorbei und die Entscheidung. Torschütze Abubakar El-Char. Nachdem Franz Hanschmann am Ball vorbeigesprungen ist. Sie sehen was nochmal. Zack, erwischt ihn nicht mehr. Dann über die Bande ein bisschen Glück für El-Char. Den 16-Jährigen mit 3 Saisontoren, der zweitbeste Torschütze, der Düsseldorfer und der nächste Treffer, Leon Falif zum 4:1. Sehen wir jetzt nochmal. Tor wieder leer. Dann unglücklich springt er ihm da durch die Fingerspitzen. Also es wird deutlich. Verdienter Sieg auf jeden Fall für Düsseldorf. Vielleicht etwas zu hoch, aber ansonsten geht das hier schon in Ordnung. Freistoßentscheidung nochmal für Rasenballsport Leipzig. Auch diese Anspiele einfach mit einer zu schwachen Quote. Jetzt wieder der tiefe Ball, der Konter, weil Leipzig aufmacht, führt nicht zum Torabschluss. Das war's. Sieg für Fortuna. Auftaktniederlage für Leipzig. Wir sind gleich wieder da mit dem letzten Spiel vom ersten Spieltag.